antritt, um das Ende der Feindseligkeiten zu verkünden. An diesem historischen Tag treten die Vertreter zweier großer Nationen vereint vor sie. Krieg ist simpel. Angreifen ist das einzige Geheimnis. Trau dich, dann weicht die Welt zurück. Ein Kapitel, in dem wir für den Frieden ebenso viel... Wie schnell sie vergessen, dass allein der Wille eines Mannes schon die Welt verändern kann. Die unsere Existenz bedrohte. Wer ist da? Gefangener 627. Ich bin wegen dir hier, Makarov. Haben Sie es nicht gehört, Preis? Der Krieg ist vorbei. Mein Krieg endet mit dir. So wie für Captain McTavish? Sagen Sie, Preis, wie lange lag er im Sterben? Ich habe eure Welt Stück für Stück zerstört. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich sie finde. Da musst du nicht lang suchen. Willkommen im letzten Part. Sicher, dass uns diese Panzerung schützt? Sie verschafft uns Zeit. Nikolai, sind Sie in Ihrem System? Das dauert, mein Herr. Staub zu Staub. 21. Januar. Auf der arabischen Halbinsel. Und wir spielen als Reis. Ich weiß wohl, dass wir hier sind. Ich habe mich eingekriegt. Makarov ist im Atrium im obersten Stock. Das ist es. Makarov kommt hier nicht lebend raus. Bereit machen. Okay, gehen wir es an, Juri. Genau, jetzt rechnen wir Soap. Yeah, wir sind schwer gepanzert und bereit, Makarov zu eliminieren. Du hast dich ein bisschen Fettsack fühlt. Warte auf mich, Juri, du bist viel zu schnell. Verdammt! Guten Tag! Ich hätte gerne den Makarov, Herrn Makarov gesprochen. Und was kriegst denn? Ja, ich möchte ihn mal gern töten, ne? Es ist ölboxig besetzt. Sehr. Macht richtig Spaß gerade. Wahrscheinlich darf ich keine Zivis wieder abknallen. Alter! Ach komm! Ich hab verdammte Granatenprobleme immer. Sie starben, weil sie von einer Granate auf den Kopf erwischt wurden. So, wir können uns so viel Zeit lassen mit dem Part. Ich habe 150 GB frei. Habe ich extra für diesen Part noch gelöscht, den ganzen. Das ganze Schrott, was ich nicht mehr brauche. Ups, sorry, Juri. So, und keine Granaten mehr, ja? Ich sagte keine Granaten mehr, was ist daran so schwer zu verstehen? Okay.
Aber ich glaube, der Lift ist hier sicher manipuliert oder so. Boah, kann der nicht woanders hin... hinlanden? Oh, Juri, du brennst! Meine alten Knochen, naja. Makaros Helikopter ist eben gelandet, er ist auf dem Weg dorthin. Bereit? Vorsicht, sie errichten Barrikaden. Granate! Pass auf dich auf, Juri, du bist ungeschützt. Mehrere Bedrohungen von rechts. Weiter so, wir haben ihn fast. Nee, nicht schon wieder Granaten. Ihr dürft ihn nicht entkommen lassen. Ach Mensch, hab's dann einfach einen Reis umgelegt. Naja, aber gleich haben wir es hinter uns. Weiter so, wir haben ihn fast. Ich muss jetzt taktisch vorgehen. Diese eine Minute, diese dreieinhalb Minuten, die, ja, die können wir uns noch Zeit lassen. Denn durch Hektik wird man unvorsichtig, habe ich ja im letzten Part auch gesagt. Und jetzt fängt es zum Längen an ein bisschen, naja. Oh, sorry, Juri. Ich bin halt Reis, ne? Ich bin ein Reisfresser. Steh auf, Juri! So, jetzt greife ich euch von hinten an. Ja, oder vielleicht doch nicht. Ich warte hier vielleicht noch ein bisschen. Ach komm, diese Zeit macht mich völlig nervös. So, ich ziehe jetzt mal ein bisschen ohne Visier. Und meine rechte Maustaste ist wieder verbuggt. Nee, zurück! Schmeißen! Fuck! Fuck! Das ist schwieriger als es aussieht, Leute. Reicht es eigentlich da durch? Ach komm! Fuck! 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 Ach nee. Ich krieg aber auch so viel Schaden. Aber hier scheint die Position ganz gut zu sein. Keinen Bock auf Granaten. Vielleicht ein anderes Mal. Oh. Ja, macht keinen Stress.
Wir haben bestimmt da ist irgendeiner mit einer Shotgun. Ich sterb jetzt, ich sterb. Jetzt bin ich tot. Ah, vielleicht noch nicht ganz. Ah. Aber mein Zielfernrohr ist verbuggt. Also meine rechte Maustaste, die drückt sich immer zweimal und dann, wenn ich da anvisieren möchte, dann würde ich sofort wieder rückgängig machen. Das nervt jetzt ein bisschen. Das ist eigentlich ein Handicap, weil ich so gut bin. Das war auch knapp. Nein! Das gibt's so nicht. Ja, zum Glück war hier ein Safe. Hier geht's nicht lang. Blub, 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 blub. Boah, die ziehen aber zu viel ab. Die ziehen viel zu viel ab. Naja, der Reichste ist ja auch ein bisschen älter, ne? Wo? Da. Ah, leck mich doch. Leck mich doch hier all. Ach, komm. Ich bin so schlecht. Na gut, das ist auch das letzte Level. Das muss ja schwer sein. Das darf ja nicht so leicht sein. Ich glaube, ich nehme eine andere Waffe. Vielleicht ist das ja der Schlüssel zum Erfolg. Mit einer Shotgun. Probier's mal. Ey, das ist Seniorenmisshandlung. Scheiße. Ich bin so schlecht. Moment, ich fix mal schnell meine Maustaste. Bis gleich. Maustaste ist gefixt und es geht weiter. Na komm her. Ich bin zwar alt, aber nicht so alt, damit ich dich nicht sehe. Glaube ich, ich nehme jetzt mal die Zeit und kümmere mich mehr um die Feinde. Ich hasse übrigens diese ganzen Teile in Spielen, weil ich bin ja einer, der sich Zeit lässt und nichts einer, der durchrusht. Alter! Ich bin jetzt ziemlich frustriert, langsam, aber nur langsam, ne? Irgendwann wird aus Frust Wut und ich bin jetzt bald kurz davor. Denk nicht mal dran. Ja, ich hab deine Mutter geknallt. Daraus bist du entstanden. Deswegen kannst du auch so gut ballern. Also schieß nicht auf deinen Vater. So. Jeder, der sich bewegt, wird erschossen. Ich hab dich gewarnt. Aber du willst ja nicht auf mich hören. So, ich schleiche mich mal ran. Verdammt, meine Maustaste ist wieder verbuggt. Das ist das Erste, was mir beigebracht wurde. Nee, das ist das, was ich Soap damals beigebracht habe. Durch Wände schießen. Funktioniert manchmal. Oh, sorry, Yuri. Ich dachte, du wärst ein Gegner. Noch 50 Sekunden. Und wir gehen hier in die falsche Richtung.
Ja. Das ist wirklich schwierig. Alter, meine Maustaste regt mich gerade so richtig auf. Geht's dir gut, Juri? Ja. Die haben Nerven. Bis dann, Juri. Hoffentlich schaffst du es. Ich schnapp ich mir. Crank-Style. Komm her. Du bist tot. Das ist eine Soap, Arschloch. Ich bin doch kein Pilot. Was soll das denn jetzt? Die dumme Sau lebt noch. Es ist Zeit für die Rache an Soap und Juri. Juri hat noch überlebt, aber... Hä? Oh, verdammt. Ich hab zu früh gemerkt, dass man F drücken muss. Du... Was hast du gemacht, hä? Alter, was war das denn jetzt? Ich hab's auch richtig gemacht, oder? Das habe ich sogar richtig mit Rache-Soundeffekten gemacht. Mensch. Okay, nochmal. Und tut's gut, hä? Geschieht dir ganz recht. Es ist nur zu schön für dich. So ein Scheiß jetzt. Noch nicht.
Und ja, das war das Let's Play Call of Duty Modern Warfare 3. Lines. Ob es ein Vierer geben wird, hoffe ich zumindest. Also, falls es ein Vierer kommen wird, so ein Call of Duty Modern Warfare 4, werde ich den natürlich auch Let's Playen. War ein richtig schönes Spiel. Und ich wollte jetzt sagen, was besser ist. Battlefield 3 oder Modern Warfare 3? Also, naja, ich muss sagen, Battlefield 3 ist von der Grafik her besser. Allerdings ist in Modern Warfare 3 mehr Emotion drin, wegen Soap und Preis und das ganze Zeug. Das fand ich schon richtig geil. Also ich weiß nicht, welches Spiel besser ist. Ich würde sagen, die sind gleich gut. Naja. Gut, und das nächste Spiel, was ich spielen werde, ist... Ich habe es hier in der Hand. Naja, ich glaube, ich kann es mal vorlesen. Tom Clancy's Splinter Cell. Ja, das nächste Let's Play von mir ist Splinter Cell. Da werde ich alle vier Teile spielen. Alle von den normalen bis Double Agent und Conviction werde ich auch noch zocken. Und danach geht's mit Minecraft weiter. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, welche Uhrzeit ihr halt gerade habt. Und ich sage jetzt einmal, ciao, servus.